Freunde! Ja! Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video! Neuen Video! Von mir! Ja, Leute! Heute mit dabei, Sebastian. Ist mir wieder eine Ehre. Und wir haben uns heute Folgendes überlegt, nämlich es gibt da so ein mobiles Endgerätspiel. Immobilien. Immobilien-Endgerät. Das heißt, keep talking and nobody explodes. Mhm. Das ist quasi, einer von uns beiden hat eine Bombe vor sich und muss sie, das lackt sehr, ja. Schaut euch das mal an. Du siehst so aus wie so eine Porzellanfigur. Leon, du kannst da jetzt gerne was draus machen, wenn du magst. Ach, Leon schneidet das. Leon schneidet das. Wollen wir richtig gemein sein? Inwiefern? Ja, wir machen jetzt so eine Stelle, wo er richtig viel editieren soll und kriegt Ärger, wenn er sie rausschneidet. Ja. Pass auf, Leon. Setz uns mal ins Cockpit von einem Fiat 400. So, wir beide sitzen jetzt, ich bin auf der Rückbank, Papi ist vorne. Ich wäre aber gern auch nochmal so im Hintergrund eine Sonne. Papi ist im Hintergrund aber noch eine Sonne. Außerdem habe ich hier in meiner Hand R2-D2, aber der Kopf ist Monte. Aber Monte ist nicht normal Monte, denn Monte ist komplett grün und hat Marsmännchen-Ohren. Und Justin Bieber macht einen Fortnite-Tanz im Hintergrund. Und währenddessen läuft der Track Hafti x Justin Bieber. What do you mean? Mit Haftbefehl. Ja, das muss er jetzt dann komponieren. Ja, ist schon draußen. Ja? YouTube kannst du gucken. Gut. Ja, sorry, Leon. Sollen wir jetzt noch was machen dazu? Nee. Also, wir entschärfen jetzt quasi eine Bombe. Ich habe... Hast du gerade einfach dein Portemonnaie weg? Oder war das meins? Ich habe eine Bombe vor mir, muss die entschärfen. Wo? Aber weiß nicht wie. Hier auf meinem mobilen Endgerät. Und Dann schmeißt du raus dem Fenster. Nee. Und Sebastian hat quasi dafür die Anleitung... Sebastian hat die Anleitung und ich weiß nicht, wie man sie entschärft. Nur er weiß es quasi. Hallo? Hi, Leon. Oh, nee. Ja, hi. Hast du eine Ahnung, was er meint? Also ich glaube, er meint, dass du ein echt gering ausgeprägtes Kleinhirn hast. Also es muss wirklich winzig sein. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Leon, mach dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast immerhin ein bisschen Spaß beim Meditieren. Ja, dank dir überhaupt gar nicht. Leon, gerne. Hm. Tschüss. Arschloch. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Du. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Topfen, topfen. Ja. Und damit sind wir einmal wieder. Oha! Ja, Sebastian, ich befinde mich jetzt hier im Menü. Und ja, ich auch. Guck dir das Handbuch gern mal kurz an. Ja, ich hab's jetzt vor mir. Ich sehe verschiedenste Themen, Tastenfelder, Simon Says. Genau. Knöpfe. Das ist scheiße viel. Sind wir mal ehrlich. Es ist machbar, das so schnell zu schaffen. Also im Endeffekt, ich drücke jetzt auf Start. Ich kriege dann 3 Module, die ich dir erkläre. Und daraufhin musst du mir erklären, was ich machen muss. Okay, geht los. Wir haben 5 Minuten Zeit, die Bombe zu entschärfen, Sebastian. Sebastian, 5 Minuten! So. Ja, ich bin ja da jetzt. Oh mein Gott, rechts oben habe ich so ein Feld mit ganz vielen kleinen Punkten, wo ich hoch, rechts, links, unten gehen kann. Ja, ich hab's. Das ist ein Labyrinth. Genau. Und ich muss dir, Nee, warte. Du musst wissen. Moment. Finde das korrekte Labyrinth anhand der runden Markierungen. Okay. Der Entschärfer muss das weiße Licht mit Hilfe der Pfeiltasten zum roten Dreieck navigieren. Genau. Also. Du gehst ein nach rechts. Jawohl. Oben. Ja. Oben. Ja. Oben. Ja. Links. Ja. Unten. Ja. Unten. Ja. Links. Ja. Unten. Ja. Links. Ja. Unten. Ja. Unten. Ja. Rechts. Ja. Oben. Ja. Rechts. Ja. Unten. Wir haben's! Grünes Licht, Sebastian! Grünes Licht, nächstes Modul. Danke. Oh mein Gott, was sind das für Dinger? Das sind so Drähte, aber da ist 1, 2, 3 und ABC. Okay, ich hab's. Okay. Zum Thema Drahtfolgen. Auf diesem Modul gibt es mehrere Tafeln mit Drähten, aber es ist jeweils nur eine Tafel sichtbar. Ach du Scheiße. Mein Licht ist aus! Wieso ist mein Licht aus? Warte. Der Wecker klingelt, Sebastian! Scheiße! Warte! Schlummern! Mit der Abwärtstaste kannst du zum nächsten und mit der Aufwärtstaste zur vorherigen Tafel gewechselt werden. Beschreib, was steht da? Also 1 führt ein blaues Kabel zu C, 2 führt ein blaues Kabel zu B. Dann, ich bin gerade einmal runtergeklickt. Jetzt ist da 4 und es schlummert! Der Wecker klingelt, Sebastian! Ich habe hier erst roter Draht, zweiter roter Draht, dritter roter Draht, vierter roter Draht. Ach so, ich habe noch keinen roten Draht aktuell. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, scheiße! In meinem ersten Feld sind quasi, links steht 1, 2, 3,
3 und rechts ABC. Der erste Draht ist mit C verbunden, ein blauer, und der zweite mit B. Einen von beiden kann ich durchschneiden, 1 oder 2. Wir haben noch 55 Sekunden, Sebastian. Ja, Digga, schrei nicht rum, hilf mir. 1 mit C. Ja, 2 mit B. 2 mit B. Das ist alles safe. Was ist bei 3? Nix. 3 und A sind ist kein... Okay, nächste Draht. Tafel. Ich kann nicht, Sebastian, 1, 2... So, Sebastian, nächste Bombe. Das hat ja, ist ja heute wieder nicht so gelaufen. So, also, Licht ist an. Okay, ich habe 3 Module. Ein Knopf, ein gelber Knopf, auf dem Abbrechen steht. Ja, habe ich. So, halt ihn gedrückt. Ja, es blinkt ein gelbes Licht. Ein gelbes, gelber Streifen? Ja. Loslassen, wenn der Timer in einer beliebigen Position eine 5 anzeigt. Okay. Grünes Licht. Okay, jetzt gehen wir zu den Drähten. Einfach nur normale Drähte. Okay, okay. Ich habe einen roten Draht, einen schwarzen Draht, einen blauen, einen roten, 2 weiße. Okay, wenn es keine gelben Drähte gibt und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den dritten Grad. Die letzte Ziffer ist gerade. Andernfalls, wenn es genau einen gelben Draht und gibt mehr keinen. Als... Andernfalls, wenn es keine roten Drähte gibt. Rote. Andernfalls durchtrenne den vierten Draht. Grünes Licht, Sebastian. Okay, als nächstes haben wir ein Feld. Da ist ein Display, wo eine Zahl drin steht. Und darunter sind 4 Knöpfe mit den Zahlen 1 bis 4. Also ein Knopf 1, einer 2, einer 3. Und oben drin steht noch eine Zahl. Bei mir ist das eine 4. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste in der vierten Position. Grünes Licht, okay? Der Bildschirm zeigt eine 4 wieder an. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Auch, okay, habe ich. Grünes Licht. 3. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in der dritten Position. Jawohl, der Bildschirm zeigt eine 3 an, nochmal. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Das war Stufe 4. Okay, grünes Licht, okay, warte. Letzter, eine 2. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 2. Oh Gott, was hatte Stufe 2 für eine Beschriftung? Das musst du jetzt sagen. War eine 4, glaube ich, oder eine 1. Rot! Wir sind wieder am Anfang. Es steht eine 2 da. Drücke die Taste in der zweiten Position. Zweite Position, das ist eine 4. Okay, das muss ich mir jetzt merken. Eine 4. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. 4. Drücke die Taste mit der 4, die mit der 4 beschriftet ist. Ja. 3. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Ja. 1. Drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Das war eine 4. Grünes Licht! Wir haben es geschafft, Sebastian! Juhu! Ja, ja, beruhig dich. Das gehört zu unserem Job. Denn wir sind die Bombenentschärfer Seppel und Patze. Wegen rein, Freunde, nächste Stufe. Baby, baby! Licht ist an, wir haben Simon Says. Und der blaue Knopf blinkt. Wenn die Seriennummer ein Vokal enthält. Es hat ein A, ja? Rot. Jawohl. Pass auf, jetzt geht's weiter. Blau-Rot blinkt jetzt. Blau-Rot. Rot-Blau. Jawohl. Achtung, jetzt blinkt Blau-Rot-Gelb. Rot-Blau-Grün. Jawohl. Okay, grünes Licht. Wir gehen weiter zu den Drähten, Sebastian. 4 Drähte. Wenn der letzte Draht gelb ist... Ist blau. Wenn genau ein Draht blau ist... 2. Wenn mehr als ein Draht gelb ist... Ist einer gelb. Andernfalls durchtrenne den zweiten Draht. Jawohl, wir haben grünes Licht. Ein gelber Knopf, auf dem drücken steht. Den gelben Knopf gedrückt halten. Jawohl. Weißes Licht. Bei einer 1, glaube ich, gell? Loslassen, wenn der Timer an einer beliebigen Position eine 1 zeigt. Jawohl, grünes Licht, wie ich es einfach noch wusste. Okay, jetzt haben wir ein Display, auf dem ein Wort steht und dann darunter 6 Knöpfe, auf denen auch Wörter stehen. Ja. Oben steht Ja. Linke Seite, Mitte. Da steht bei mir Nein. Und jetzt musst du unten gucken bei Nein. Hab's schon mal gespielt, Freunde. Bin ich ehrlich. Okay, was? Nein? Also was steht da hinter dem Nein? Bei was? Hab ich nicht. Was? Du hast kein Was. Nee. Das nächste Wort? Nein. Drück ich. Grünes Licht. Jetzt kriege ich oben wieder ein neues Wort. C. Einfach nur ein C. Also ein Buchstabe. Okay, ein C. Hast du verstanden? Ein C. Okay. Hab ich. War falsch. Hä? Da steht wieder ein C. Oben rechts steht jetzt leer bei mir. Okay, C ganz oben rechts. Ja. Leer. Ja. Q. Q habe ich, ja. Ich drück's. Okay, war richtig. Jetzt steht oben Zehen. Ja, ja. Zehen, die an den Füßen. Ganz unten rechts. Q. Also nein, der Buchstabe Q, der Buchstabe Q. O.K. Ja, habe ich. Grünes Licht, Sebastian, die Bombe ist entschärft. Von euren Sicherheitsleuten, den Bombenentschärfern, Seppel und Patze.
Wollen wir so weitermachen? Ja, let's go, oder nicht? Okay, wir haben wieder das von gerade eben, wo oben was drin steht. Bei mir steht okay. Oben rechts. Der Buchstabe Q. O.K. Jawohl. Jetzt steht oben CN. Also die Buchstaben CN. Alter! Oben links. Da steht. Was? Fragezeichen. Ja. Okay, grünes Licht, warte. Okay, ausgeschrieben. O-K-A-Y. Oben rechts. 10. Aber die Zahl. Zehen. Nee, 10, die Zahl. 1-0. Zehen. Ach so, ja, links oben. Rot! Okay, es steht Sohn. Mitte rechts. Zehen. C. Hab ich. Grünes Licht, Sebastian, sehr gut. Jetzt habe ich 4 Felder, auf denen so hieroglyphenmäßig stehen. Ein AE, ein Omega, ein spiegelverkehrtes E mit 2 Punkten und so ein Kerzenständer. Ja, okay. E mit das verkehrt rum E. Ja. AE. Ja. Kerzenständer. Ja. Und das letzte. Okay, grünes Licht. Jetzt halten wir nochmal das mit dem Display, wo eine 3 ist und 4 Zahlen. Aber ich glaube, wir sollten uns auf den Tod vorbereiten. Naja, 4, ich bin ja hier in der 3, Zentrale, du stirbst 2, ja nur. 1. Oh! Hat sich zerrissen, ne? Ja, gehen wir wieder rein. Das ist sehr geil. Okay, wir haben Drähte. 6 Stück. Wenn es keine gelben Drähte gibt. Es gibt 3. Wenn es keine roten Drähte gibt. Gibt einen roten. Andernfalls durchtrenne den 4. Draht. Durchtrennt. Grünes Licht. So, wir haben wieder das mit den Sohnen. Also den 6 Knöpfen da und dem... Ja, hab's. Sohn. Mitte rechts. Q, der Buchstabe Q. O.K. Hab ich nicht? Dann... Nichts. Also ein leer stehendes Feld. Ah, oh, fuck. Ich hab nichts gedrückt. Jetzt ausgeschrieben. Oben steht leer. Mitte rechts. 10. Der ausgeschrieben. Die Zahl. Die Zahl. Also 1-0. 10 das Wort. Nee, die Zahl. 10 das Wort. Ach so, hab ich. Grünes Licht. Unten rechts. Sohn. Moment. Hab ich nicht. So ein. Hab ich nicht. So Strich N. Hab ich nicht. Oh Gott. Hab ich nicht. Was? Fragezeichen. Hab ich nicht. C. Der Buchstabe oder der C? Der C. Am Fuß. Ja. Grünes Licht. Okay. Oben steht oben. Unten rechts. Da steht. Oh Gott. Grünes Licht. Okay, das letzte ist wieder dieses Labyrinth. Meine Kreise sind 1, 4 und 4, 3. Ja, nee. Keine Ahnung. Ich finde nicht mal 1, 4. Erste Spalte, vierter Punkt unten. Ja, genau. Und dann habe ich noch 1, 1. Nee, erste Reihe, vierter Punkt. Ach so, und 3, 4. Mhm. Ja, ich bin explodiert. Ach Mann, kommunizier doch mal richtig. Ja, ich habe dir am Anfang gesagt, dass wir es so machen. Ja, nee, hast du nicht. Hab ich, hab's Nein, gesagt. Hast du nicht. Ich hab dir gesagt, wir machen es genauso, aber du willst wieder deinen eigenen Drink machen. Weißt du, wie ich meine? Letzter Try, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. So, Simon Says. Oder nee, bleib da, wir haben Labyrinth. 1-1 und 4-1. Ich Wo befinde mich bei 5-5 und muss zu 5-2. Links. Ja? Links, links, links. Ja, grünes Licht. Okay, wir sind bei den Hieroglyphen wieder. Wir haben einen Stern. Aha. Ein spiegelverkehrtes P, wo aber der Bauch ausgefüllt ist. Dann so mäßig ein Smiley mit einem Kreis unten dran. Und so eine 3 mit einer Schlange mäßig. Oben ein V, unten noch so. Okay. Okay. Smiley mit Kringel unten dran. Ja. P. Ja. 3 mit einer Schlange da. Jo, und dann das. Okay, perfekt. So, Simon Says, grün blinkt. Gelb. Jawohl. Grün, grün. Ja, dann gelb, gelb. Ja, grün, grün, grün. Gelb, gelb, gelb. Ja, grün, 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 rot. Gelb, 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 blau. Grünes Licht, Sebastian. Damit haben wir die letzte Bombe auch wieder. Sehr gute Arbeit heute von dir, Sebastian, muss ich einfach mal so sagen. Super in Ölung. Super. Das ist tatsächlich ein Kopfsport, ne? Ja. Scheiße. Ein Denk. Hasse lesen. Freunde, schaut auf jeden Fall bei Sebastian vorbei. Wir nehmen jetzt was für seinen zweiten Kanal, auch Sterzig, auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns, Ja. Willst du noch was sagen? Wenn es dann soweit ist. Ja. Tschüss. Tschö.